Einen wunderschönen guten Morgen. So, wir haben die letzten zwei Nächte hier an diesem idyllischen Plätzchen verbracht, denn es hat die letzten zwei Tage einfach durchgeregnet. Über Kalifornien zieht gerade ein Zyklon. Es gibt starke Überschwemmungen und Erdrutsche etc. Dementsprechend sind wir sehr glücklich, dass wir hier so ein ruhiges und halbwegs geschütztes Plätzchen gefunden haben, also durch die Hügel um uns herum. War es bei uns eigentlich die ganze Zeit auszuhalten. Das war sehr gut. Und ja, heute ist der erste Tag, wo es mal wieder ein bisschen aufgelockert hat. Die Sonne kommt gerade raus. Und wir wollen jetzt mal Richtung Küste fahren. Wir haben uns noch nicht ganz entschieden, wo genau hin, denn es sind noch einige Straßen gesperrt. Vor allen Dingen der Highway 1, was ja so der Haupttouristen-Highway direkt an der Küste entlang ist, der ist teilweise noch gesperrt. Deswegen überlegen wir uns gerade, ja, wie weit wir erst in den Süden fahren, bevor wir an die Küste fahren. Ja, aber bevor wir an die Küste fahren, müssen wir noch eine Kleinigkeit besorgen. Und zwar haben wir einen neuen Mitbewohner, der zwar ganz süß ist, aber uns leider die Schränke voll kackt. Und deswegen müssen wir eine Mausefalle holen. Sorry, Fievel, aber hier gibt es nichts mehr zu essen für dich. So, wir haben ein paar Lebendmausfallen gefangen. Wir wollen unseren kleinen Fievel ja nichts Böses. Und im Endeffekt funktionieren die so, wir müssen halt in so einem gewissen Winkel, jetzt funktioniert es stehen. Die Maus muss bis hinten durchlaufen, dann geht es hoch, zack, und sie fällt zu. Und damit die Maus jetzt da reinläuft, schmiere ich hier hinten ein bisschen Peanut Butter ran. Die wird da dran gehen, die passt leider nicht rein. Hoffen mal, dass Fievel auf Peanut Butter steht. Bestimmt. Er stand ja auch auf Tomaten, auf Zucker, auf Mehl. Wir hätten eigentlich auch was von dem von den Crumbles reinmachen können. Die hat er ja schon gemocht. Ja, die hat er auf jeden Fall gemocht. Das wäre eigentlich voll gut, aber die hast du weggeschmissen. Die haben wir weggeschmissen. Schade. Ja. Die wären perfekt, weil die hätten wir auch wieder rausgekriegt. Das ist ja die Peanut Butter. Ah ja, wird schon klappen. Wird schon hin. Ich glaube, es ist endlich soweit. Schneezeit ist vorbei. Wir sind jetzt an der Küste von Kalifornien. Und es riecht einfach so geil nach Ozean, nach Freiheit. Einfach nur genial. Tja, der Trail ist leider aufgrund des Sturms gesperrt. Aber zum Glück mangelt es hier ja nett an Küste. Und wir finden sicher ein anderes schönes Plätzchen, wo wir jetzt noch einen kleinen Spaziergang machen können. Ich liebe diesen Duft. Es riecht so toll. Und direkt auf die Schätze des Ozeans gestoßen. Guckt euch das mal an.
Leute, ich habe Patrick Star gefunden. Ja, richtig schöne Area, wo wir gerade durchlaufen. Ein paar echt fancy Houses. Jo. Aber es gibt kein Gehsteig. Zurück am Auto, nur leider müssen wir uns jetzt einen anderen Platz für die Nacht suchen, denn an diesem Ort ist das Parken zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens verboten, wie an so ziemlich jedem Ort hier an der Küste. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen weiter ins Inland fahren und schauen mal, ob wir ein nettes Plätzchen für die Nacht finden. Tja, und Pfeifel ist uns leider noch nicht in die Falle gegangen. So, wir sind jetzt 2,5 Stunden südlich von unserem Schlafplatz letzter Nacht und sind hierher gefahren, denn hier soll es Elephant Seals zu beobachten geben, direkt von der Straße. Und ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Und wir haben sogar schon ein paar gespottet, die sind riesig und ja, ich kann es kaum erwarten, näher ranzugehen. Hoppala, wir fahren da noch nicht durch. Oh, guckt mal die Schlaglöcher an. Und der Junge im blauen Auto meint, er kommt da durch. Da liegt schon die erste vor uns. So ein Specki. Gerade zu der Jahreszeit da, wo die Jungen geboren werden. Richtig cool, oh mein Gott. Da sind gerade so viele Jungtiere zu sehen, das ist der Hammer.
Das war jetzt ein cooles Erlebnis. Wir haben ganz viele Fotos und Videos gemacht von den Dicken. Die waren einfach toll. Und die ganzen Babys. So, wir sind jetzt wieder zurück im Auto und das war eine echt tolle Erfahrung gerade, da einfach diesen Seeelefanten beim Schlafen, beim Rumgrunzen und Rumrobben am Beach zugucken zu dürfen. Ist jetzt auch echt eine tolle Jahreszeit, denn es ist gerade Birthing Season, also im Januar werden die meisten Jungtiere geboren und deswegen konnten wir da so viele sehen und die waren richtig, richtig putzig. So, nach der ganzen Aufregung machen wir jetzt noch einen kleinen Spaziergang am Strand. Zurück am Auto. Jetzt müssen wir mal wieder nach einem Plätzchen für die Nacht schauen, denn hier am Highway 1, an dem wir uns gerade befinden, ist überall Overnight Parking bzw. Camping verboten. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen weiter Richtung Inland fahren und hoffen, dass wir ein nettes Plätzchen für die Nacht finden. Guten Morgen, it's a new day and we are going to the beach. Und wir gucken nochmal, ob wir einen Surfshop finden, denn wir hätten gerne ein Surfboard. Wenn es noch viel zu kalt ist zum Surfen. Ja, es ist definitiv zu kalt, aber dann für Mexiko. Wir haben den Tipp bekommen, dass die Surfboards in Mexiko teurer sein sollen als in der USA. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir gucken mal und kaufen uns bei Gelegenheit hier eins. It's a beach life. Wir sind jetzt in Pismo Beach und erkunden mal die Ecke und wie gesagt, vielleicht entdecken wir ja einen Surfshop. Oder zwei. Oder drei. Die wollen wir natürlich alle nur sehen.
kleinen Kaffee und André erzählt euch, was wir jetzt vorhaben. Wir gehen jetzt ein Surfboard kaufen. Ein gebrauchtes. Wir haben hier diesen Crazy Surf Shop gefunden und waren gerade schon mal da. Und er hat ein gebrauchtes Surfboard für $150, was ich preislich sehr okay finde. Und ja, das werden wir uns jetzt mal zu Gemüte führen. Hier ist das gute Stück der Begierde. Etwas abgenutzt, aber für den Anfang sollte es auf jeden Fall reichen. Ja, der nette Mann vom Surfshop hat uns jetzt ein paar Neoprenanzüge in die Hand gedrückt und André quetscht sich jetzt mal rein. Klar, gleich anprobieren. Zeig uns mal, wie das da aussieht. Willst du mich jetzt hier so halbnackt filmen? Ja. Look at him. Look at me. So well, we did it. Wir haben Surfboard gekauft und gleich zwei Wetsuits. Und, alles gebraucht, aber ja, wir wollten jetzt erstmal starten und nicht gleich direkt da die teuren Boards und Wetsuits kaufen. Und jetzt muss André das Surfbrett irgendwie am Auto montieren. Er war ja schon so klug und hat im Vorfeld ein paar Airline-Schienen dran gemacht. Aber ich habe es noch nie ausprobiert. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Mal schauen. Und dann auch noch knallorange Bänder. Läuft bei ihm. Ah, zeig mal her unser neues Baby. Looking good. André, looking good. Brav montieren, André, damit das niemandem auf den Kopf fällt. Was machst du jetzt? So, ich bastel jetzt irgendeine Sicherheitsvorrichtung, damit unsere Surfboard nicht vom Auto geklaut werden kann. Ja, weil damit haben wir schon Erfahrungen gemacht. In Australien wurde Andres Surfboard direkt beim ersten Mal geklaut. So. So, ich habe jetzt eine Kleinigkeit gebastelt, damit uns nicht direkt das Surfboard gestohlen wird, so wie es mir in Australien passiert ist. Und zwar habe ich hier ein Drahtseil, das an dem Scharnier von unserer Tür fest ist. So, jetzt kann ich einfach hier das mit dem Schloss anschließen. Das ist hier hinter befestigt. Das ist angeschraubt, also das sollte auch so leicht nicht abgehen. Und das Seil geht hier, das Seil geht hier dran an das Scharnier von der Tür. Und ja. Sollte funktionieren. Wenn jemand das Board unbedingt haben will, wird das wahrscheinlich immer noch bekommen, aber den Gelegenheitsdieb wird es erstmal abhalten. Hallo! Hallo zusammen! So, wir haben uns gestern Abend spontan dazu entschieden, noch 2-3 Stündchen Richtung L.A. zu fahren, war vielleicht nicht die beste Überlegung. Wir sind dabei durch die eine oder andere Überschwemmung durchgefahren, denn hier in Kalifornien ist das Wetter momentan sehr regnerisch. Genau, ich zeige euch mal ein, zwei Bildchen jetzt von letzter Nacht. Das sind zwar nur mit dem Handy aufgenommen, aber ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Auf jeden Fall sind wir in Santa Monica angekommen. Hinter mir seht ihr auch schon den Santa Monica Pier. Der berühmt-berüchtigte aus OC California. Und den gehen wir uns jetzt mal anschauen.
halbwegs anständige Pizza, die nicht super dick ist und mit Käse überladen.